Moin Leute und willkommen zurück zu Crypt of the Necrodancer. Mein Name ist Kativo und ich habe dieses Mal die Musik der ersten paar Level auf der Living Tombstone gewechselt. Hoffe mal, dass es jetzt besser geht und ich glaube, ich habe beim letzten Mal beim Abschluss mir noch ein Herz gekauft, ohne dass ihr es sehen konntet. Also ja, ich habe momentan 5 Herzen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, dass ich diesmal wenigstens das erste komplette Level, die erste Zone schaffen werde. Und wir legen einfach mal los. 2, 3. Und wir sind schon wieder voll drinne. Düm, düm. Und der Beat passt irgendwie nicht, keine Ahnung. Na egal. Wie gesagt, ich habe diesmal der Living Tombstone genommen für die ersten 3 Level. Beziehungsweise die nächste Zone dürfte auch noch so eingestellt sein. Und... Bumm, bumm. Ah, jetzt hört man den Bass. So, und es geht immer noch darum, endlich mal hier weiterzukommen. Warum ist der hässliche Block da so groß? Bumm. Stirb. Stirb. Wir brauchen erstmal wieder unser schönes, großes Brotmesser, sage ich mal. Unser Breitschwert. Und ich kann mich gerade irgendwie nicht an den Beat gewöhnen. 1, 2, 3, 4. Jetzt. Naja, wie gesagt, wir müssen hier durch diese ganze Gruft endlich mal durch. Aua. Und beim letzten Mal hat uns ja immer der böse... rote Drache getötet. Und das wollen wir natürlich nicht. Und ich versuche auch mal hier diesen Boden so ein bisschen am Leuchten zu erhalten, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie haut das hier noch nicht so ganz hin. 1, 2, 3, 4. Wir müssen eigentlich nur auf Schlagzeug hören. Bam, 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 bam. Ja, und irgendwie muss ich mich daran halten. Egal. Jedenfalls, wir hoffen, dass wir mal den ersten Boss sehen, denn nach jeder Zone kommt ein Boss, für die ich auch die Lieder festlegen konnte. Und da habe ich dann einfach mal Brony Fight Medley genommen, weil ein bisschen Metal gegen Bosse hat was. Und ja, das heißt so viel, dass die Drachen sind keine Bosse, das sind einfach nur verdammt große Gegner. Und ich habe gerade ein Stück Käse gefunden. Juppie fucking du. So. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Dinger da aufbekomme. Wir haben das beim letzten Mal gemacht, aber es war mehr random draufgehauen, sage ich mal. Beat the Miniboss. Ah, okay. Ah, das war der Miniboss. So viel dazu. Und wenn so eine Fledermaus schon als Miniboss zählt, na dann... Prost Mahlzeit. Das ist doch mal schöner. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Haha, das ist eigentlich original von Jekyll App Summer. Ist aber der Remix von The Living Tombstone. Was ist denn das? Was? 2 leere Herzcontainer? Ach, 100 Münzen kostet das. Dann kaufen wir jetzt mal Schuhe und eine Fackel. Was auch immer mir das bringt. Zack, 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 zack. Und wir kommen auf jeden Fall sehr, sehr flott voran. Das bedeutet aber auch, wie ihr schon seht, dass die Gegner dementsprechend fix sind. Ach du Schande. Ob das eine gute Idee war, das werde ich noch merken. 1, 2. So, Fledermaus. Ah, das war eine scheiß Idee, wie man gerade gesehen hat. Und endlich haben wir wieder unser Breitschwert. Das können wir zwar nicht schmeißen, aber es hat eine eindeutig breitere Range, wie wir schon beim letzten Mal festgestellt haben. Heilt mich der Käse? Hoch links. Ja, Käse heilt. Das ist schön. Zack. Geh mir aus dem Weg, du hässliche Fledermaus. Ich bin kein Fan von Batman. Komm her. Fledermaus. Komm her. Fledermaus. Skelett. Skelett kommt her. Fledermaus kommt auch her. So. Kiste aufmachen. Vorübergehendes Schild. Auch gut. Und der grüne Blob, der ging ja gerade mal übelst ab. Ich habe nur Angst, wenn wir jetzt auf einen Drache treffen. Das könnte tierisch nach hinten losgehen bei der Geschwindigkeit. Deswegen muss ich sowas immer mit Vorsicht genießen, wenn ich mir irgendwelche schnellen Lieder aussuche. Aber langsam wäre ja auch langweilig. Zack, so. Aha, wir haben nur noch ein Herz. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Mimi. Pinky war ja noch nichts getan. Womit hat sie das verdient? Bam, ba, ba, da, 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 da. Komm ich hier irgendwo durch? Wo ist der Ausgang? Eingang, whatever. Je nachdem, das, wo ich hin muss. Zack, 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 zack. Aber der Rhythmus geht. Der geht schneller rein als der langsame. Haha, war ein toller Satz. Aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ich meine nur, dass man sich an sowas schneller gewöhnen kann. Und da ist mein großer grüner Freund. Ah! Ich hätte noch einen Sprung machen sollen oder noch warten, bis er daherkommt. Ich werde auf jeden Fall diesen Part so lang machen, bis ich es geschafft habe. Für euch wird natürlich zusammengeschnitten sein, aber... ich kann ja nicht ewig verbringen.
Ah! Ah! Ja, Leute, ich bin zurück auf der zweiten Ebene. Und der Grund für meinen Schreis gerade, ich habe gerade so lange auf der ersten Ebene verbracht, dass das Lied vorbei war. Und dadurch wird man auch ins nächste Level geschmissen. Das heißt, man kann gar nicht dort ewig rumlaufen. Oder das Lied wiederholt sich nicht auf derselben Ebene. Also, wir sind wieder in Zone 1-2. Und wie ihr sehen könnt, ich habe einen Speer. Und der ist verdammt cool. Denn damit können wir zwei Blöcke überbrücken. Das heißt, wir können uns Gegner wie Drachen und den ganzen Scheiß auf Abstand halten. Und ich wurde hier direkt in diesen Raum voller Gegner eingetroppt. Und jetzt geht wieder etwas schneller vorwärts. Das ist schön. Und gegen Ende des Lieds, gerade bei Discord, wurden die Striche rot. Ich weiß nicht, ob das das Ende vom Lied ankündigt oder ob das darum ging, dass der Beat nochmal schneller wurde. Komm her, Fledermaus. Wir brauchen Münzen. Gib mir die Münzen, 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 gib mir die Münzen. Und wir stehen eigentlich energietechnisch noch ganz gut da. Was ist das? Ein Feuerball. Ein Feuerball. Runter links. 1, 2, 3, 4, 1, 2, und das. Shrine of Chance. Bad Luck? Bitte was? Okay. Blob. Minotaurus, Minotaurus, Minotaurus. Nee! Geh weg! Was ist denn jetzt passiert? Guck mal, welche Knöpfe ich drücke. Ich kann das Lied langsam machen. Ich kann den ganzen Nachricht sehen und auf den Knopf drücken. Das macht Spaß. Bam, bam. Ach, schön. Aber ich hätte trotzdem gerne was zum Heilen. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Das ist doch scheiße. Ja, jetzt kommen wir in die dritte Ebene. Aber ich hätte gern eine tanzende Es war eine verfickte Mimik. Das Spiel hasst mich doch. Wenn der Begriff Mimik nichts sagt, das sind in Rollenspielen in der Regel Kisten mit Zähnen. Attrappen von Kisten, die eigentlich scheiße stark sind im Normalfall, aber verdammt viele Erfahrungspunkte geben. Oder halt an sich sehr seltene Gegenstände beinhalten. Wir sehen uns gleich wieder auf Ebene 2. Okay, Leute, wir sind auf Ebene 3 angekommen, mehr oder weniger unfreiwillig. Ihr seht, ich habe einige Extras, beziehungsweise da ist gerade mein Gesicht davor. Ich habe auf jeden Fall das Breitschwert, ich habe einen Holster, also eine Halterung für eine Zweitwaffe, ich habe eine Chainmail für den Körper. Ich habe irgendwas für den Kopf, ein Diadem oder dergleichen. Was bist du denn hier drüben? Da ist einer, der verkauft. Ich habe einen Kompass, der mir zeigt, wo die Gegner sind. Ne, der, wo der Ausgang ist. Ich habe irgendwas, was mir zeigt, wo die Gegner sind. Und ich glaube, ich kaufe mir hier mal das Schwert. Komm her, du Gegner. Zack. Zack. So, ja, und ich hoffe, dass wir hier endlich mal durchkommen. Ich sitze hier schon eine ganze Weile. Komm her. Komm her. So, zack. Das ist wieder das Blutschwert, was mich heilt, wenn ich genug Gegner töte. Und wenn wir uns nicht allzu doof anstellen, wird das sogar was. So, und ich denke mal... Ach ja, genau, rechts seht ihr auch, ich habe den Zauber erlernt. Ich habe ihn noch nicht eingesetzt. Ich weiß nicht, ob er verbraucht wird. Oder ob ich den immer wieder machen kann. Und ich merke, ich habe gerade mal wieder ein sehr, 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 sehr langsames Lied gewählt. Bei meinem Glück, was ich immer habe. Zack, 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 zack. Komm her. Komm her! Fledermaus, kommst du her? Nein? Jetzt so. Dann kommen Zombies. Geh mir auf den Sack. Und ja, ich bin heute irgendwie recht träge, recht müde. Ich bin heute schon wieder nach der Arbeit eingepennt. Ist in letzter Zeit ein beliebtes Muster bei mir. Komm her, zack. Da hinten die Leiche noch platt machen. Wir spielen mal so lange, wie wir noch können. Ich dachte eigentlich, es wäre der... da ist ein Mädel. Ich dachte eigentlich, es wäre der Remix von... Beyond Her Tomb mit dem kompletten Lied. Also mit Wooden Toaster, Living Tombstone, Make the Microphone und ich glaube, es war sogar noch jemand. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Ach, so horizontal ist es. Ah, okay. Vertikal ist ja andersrum, genau. Horizontal ist in der Breite. Fuck. Genau so was ist das. Ah, oh, du verdammter Drache. Ich muss mal fix das Lied wechseln. So, Leute, wir sind wieder einmal auf der dritten Ebene. Und diesmal auf den Dubstep Dishwasher reingeschmissen. Ich hoffe, der Beat ist etwas schneller. Aber es sieht nicht wirklich danach aus. Ich habe einen Apfel, ich habe einen Blutsperr, der mich bei genug Kills heilen kann.
Ich habe Licht, was mir ziemlich viel Radius gibt, um Gegner zu sehen. Im Grunde genommen müssen wir nur den Ausgang finden und den Drache meiden. Aber ob das so einfach sein wird, weiß ich nicht. Wenn da auch wieder so eine Tür kommt, wo wir den Miniboss besiegen müssen. Bisher hat mich ja immer der rote Drache platt gemacht. Und ich finde einfach keine schnellen Lieder von der Living Tombstone mehr. Gibt's doch nicht. Beziehungsweise wo der Beat schnell ist. Und denkt immer, ja, das ist doch schnell, aber nee, der Beat im Hintergrund scheint nicht so davon überzeugt zu sein. Münzen haben wir auf jeden Fall diesmal sehr viele. Boah, die Viecher gehen mir auf den Sack. Ganz ehrlich. Und wir schweben übrigens. Also das Wasser kann mir momentan egal sein. Ich habe so einen lustigen Schweber. Die Schwebeschuhe. Die habe ich mir beim Händler gekauft. Nee, da möchten wir nicht rein. Denn das ist ein... Das ist sehr, 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 sehr böse. Wir möchten jetzt erstmal den Gegner finden. 2, 3, 4. Oder einen Händler vielleicht nochmal. Händler? Guck. Kiste. Was ist denn das? Ob man das mal lesen könnte? Risk Charm. Nee. Wir nehmen mal das Ding, was auch immer es bringt. Einfach kaufen. Wir haben ja genug Geld. Und das verschwindet ja sowieso nach dem Run. Außer die Diamanten. Und selbst die Diamanten verschwinden. Wenn man nicht alle ausgibt. Zack, zack. Komm her. Zack. Every morning. He's doing the dishes. Right. So, eine goldene Peitsche. Nee, ich bleibe bei meinem Speer. Ich bleibe bei meinem Speer, denn der heilt mich. Ist auch so ungefähr wie der... Ist ein Blutspeer, wie gesagt. Ist wie das Blutschwert. Allerdings halt in Speerform. Also wenn wir 10 Gegner töten, heilen wir uns etwas ein wenig. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich meine Kamera nicht doch irgendwo anders hinsetze. Weil ich habe gesehen, beim ersten Part ist sie oben links. Ich weiß nicht, ob ich das wieder da mache. Denn dann seht ihr mein ganzes Inventar nicht. Unten links wäre noch Platz, aber sehe vielleicht ein bisschen komisch aus. Müsste man mal probieren und Feedback abwarten. Hallo Geist. Das hier geht mir so auf Keks. Minotaur-Hammer. Und ich werde den mich platt machen. Ein großer, böser Minotaur. Zack. Ach, wir lassen ihn einfach hier vorbeilaufen. Komm zurück. Lied ist gleich vorbei. So, egal was kommt, runter hier. King Konga. King Konga. Unga, Unga, Unga. Was kommt denn jetzt für Musik? Hä? Dum, 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 dum. Okay. Geh weg, Huhu. Ach, die tanzende Konga. Ha, I see what you did there, Game. Geh weg. Zombie Polonaise. Ne? Unga Bunga Kingo Kongo. Bombe, Bombe. Der Beat ist gerade mehr als ungünstig für den Boss. Jetzt. Okay. Nein! Oh, das ist doch Mist. Das ist doch mehr als Mist. Ach, Mensch. So, Leute, wir stehen wieder zum Weg zum Boss. Am Weg zum Boss. Und wir haben super Waffen, wir haben super Ausrüstung, wir haben volle Energie und wir haben schnellere Musik. Hoffe ich mal. Das ist aber ein anderer. Wer bist denn du? Bei denen hat wahrscheinlich die Musik noch nicht geändert. Scheiße. Das heißt diesmal keine MLP-Musik für euch, Leute. Weil ich dachte, die... Weil ich habe noch nicht alle Level geändert, weil ich dachte, die Bosse, die kommen immer in derselben Reihenfolge. Fünf Diamanten. War's das? Hab ich ihn geschafft? Dad was always coming and going on his adventures. But this time he seemed more excited. He said he'd found it, some great treasure. When I was older, I found the notes he left behind. Directions to a graveyard. Uncle Eli tried to stop me. But Dad had been gone for 2 years. I had to find him.
Ich habe gewonnen. Okay. Das war ja sehr antidramatisch, sage ich mal. Ich habe gedacht, er hält mehr aus oder macht mir mehr Stress wie der Erste. Aber mein Titaniumschwert macht 2 Schaden, ich hatte eine Rüstung an und so weiter und so fort. New Character unlocked. Ah, okay, das sind jetzt die normalen Charaktere, die man freischaltet. Das Mädel, was ihr gerade gesehen habt, das ist eigentlich die Hauptcharakterin. Und ihr seht schon, wir können jetzt beim nächsten Mal direkt in Zone 2 springen. Und das Angebot steht nach wie vor noch. Falls ihr Musik habt, die hier gut passen würde, die viel Beat hat, die schnell ist, dann lasst es mich wissen. Ich würde mich freuen. Am besten Brownie-Musik. Ansonsten werde ich mal sehen, ob ich auch normale Musik irgendwann mal machen werde. Ich meine, die haben immer noch Pinkie Pie als Player-Model, um zu sagen, es ist ein MLP-Let's Play. Und das Problem ist dann nur mit der GEMA und den ganzen offiziellen rechtlichen Dingen. Man weiß nie, welches Lied unter die GEMA fällt oder dass irgendwelche Anbieter, was einen den Kanal ein bisschen kaputt machen kann. Jedenfalls soll es das für den Part erstmal gewesen sein. Ich habe gerade Punkt 40 Minuten aufgenommen, für mich auf jeden Fall. Ihr werdet das Ganze schneller und kürzer sehen. Egal, Leute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wer mehr davon sehen möchte, darf gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich würde mich freuen. Das war's und macht's gut. Was war wohl ein Schuss in den Ofen? Ich glaube, ich werde den Scheiß mal kaufen. Da darf keine weiteren Worte. Moin Leute und willkommen zurück zu Crypt of the Necrodancer. Mein Name ist Kativo und ich habe dieses Mal die Musik der ersten paar Level auf The Living Tombstone gewechselt. Hoffen mal, dass es jetzt besser geht und ich glaube, ich habe beim letzten Mal beim Abschluss mir noch ein Herz gekauft, ohne dass ihr es sehen konntet. Also ja, ich habe momentan 5 Herzen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, dass ich diesmal wenigstens das erste komplette Level, die erste Zone, weiterzukommen. Warum ist der hässliche Block da so groß? Stirb, wir brauchen erstmal wieder unser schönes großes Brotmesser, sage ich mal. Unser Breitschwert. Und ich kann mich gerade irgendwie nicht an den Beat gewöhnen. 1, 2, 3, 4, jetzt. Naja, wie gesagt, wir müssen hier durch diese ganze Gruft endlich mal durch. Aua. Und beim letzten Mal hat uns ja immer der böse rote Drache getötet. Und das wollen wir natürlich nicht. Und ich versuche auch mal hier diesen Boden so ein bisschen am Leuchten zu erhalten, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie haut das hier noch nicht so ganz hin. 1, 2, 3, 4. Wir müssen eigentlich nur aufs Schlagzeug hören. Bam, 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 bam. Ja, und irgendwie muss ich mich ja ranhalten. Egal. Jedenfalls, wir hoffen, dass wir mal den ersten Boss sehen, denn nach jeder Zone kommt ein Boss, für die ich auch die Lieder festlegen konnte. Und da habe ich dann einfach mal Brony Fight Medley genommen, weil ein bisschen Metal gegen Bosse hat was. Und ja, das heißt so viel, dass die Drachen sind keine Bosse. Das sind einfach nur verdammt große Gegner. Und ich habe gerade ein Stück Käse gefunden. Juppie fucking du. So. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die schaffen werde. Und wir legen einfach mal los. 2, 3. Und wir sind schon wieder voll drinne. Düm, düm. Und der Beat passt irgendwie nicht. Keine Ahnung. Na egal. Wie gesagt, ich habe diesmal der Living Tombstone genommen für die ersten 3 Level. Beziehungsweise die nächste Zone dürfte auch noch so eingestellt sein. Und bumm, bumm. Ah, jetzt hört man den Bass. So. Und es geht aber noch darum, endlich mal